Manche glauben, ein Volvo ist schwerfällig. Manche glauben, ein Volvo ist langsam. Tja, und manche glauben, ein Volvo ist teuer. Ja, so kann man sich irren. Der Volvo 440. Jetzt informieren. Was denkst du? Ich möchte zahlen. Und wie? Mit meiner Visa-Karte. BHW hat immer eine Idee mehr. Mit BHW Allgemeine jetzt auch für Sie. Es gibt viele gute Cremes, um Hände zu pflegen. Aber nur eine einzige Hand & Nail Creme, die Ihre Haut gegen vorzeitige Alterung durch Licht schützt. Kaloderma Hand & Nail. Sonnensauger, windfrisch, Visier Ultra. Ja, Visier Ultra. Visier Ultra zieht am Schmutz wie ein Magnet. Visier Ultra. Visier Ultra, äußerst günstig. Und 1, 2, 3. Parolin, Parolin, dem Hals die Kräuter und dir den Geschmack. Paroli, kraftvoll gefüllt Paroli, mit Kräutergeist. Parolin, dem Hals die Kräuter und dir den Geschmack. Wenn du Pickel hast und empfindliche Haut, bist du echt gearscht. Bei hartem Ätzzeug spielt deine Haut verrückt. Und der schlaffe Neutralkram. Pickel. Jetzt gibt's Clearasil Waschgel Extra Sensitive. Antibakteriell und pH-neutral. Wäscht die Pickel weg, lässt die Haut in Ruhe. Clearasil Waschgel Extra Sensitive. Hart gegen Pickel, weich zur Haut. Merci. Renault sagt Merci. Mit tollen Sondermodellen. Als Dankeschön an alle, die den Renault 19 und den Renault Clio zu Deutschlands meistgekauften Importautos gemacht haben. Kommen Sie vorbei. Merci-Tage bei Ihrem Renault-Partner vom 17. bis 19. Januar. Was ist denn los? Ich krieg gleich gestern, mein Pizzateig ist nichts geworden. Ach, keine Panik. Damit machen wir schnell einen neuen. Mondamin Fixteig für Pizza und Gemüsekuchen. Der gelingt ganz fix. Nur Wasser oder Milch dazu. Kneten, ausrollen, fertig. Und jetzt nach Herzenslust belegen. Wow, schmeckt spitze. Tja. Oh je. Leckere Pizza oder Kuchen im Handumdrehen mit Fixteigen von Mondamin. Der Tag geht. Johnny Walker kommt. Na, Schwesterherz, klappt die Einweihung? Prima, dank deiner Hilfe. Nur dein Kaffee, alle Tassen noch halb voll, kein Aroma. Wo hast du den denn hier? Gekauft? Was sonst? Auch kaufen will gelernt sein. Hier, nimm die Krönung. Nur die Krönung hat das einzigartige Verwöhneraroma. Das riecht man und das schmeckt man. Ein Aroma. Davon nehme ich noch eine Tasse. Toll. Tolle Wohnung, toller Kaffee. Die Krönung, der beste von Jakobs mit dem Verwöhneraroma. Wunderbar. Bresson.
Hustenbonbons in Schachteln gibt es jetzt auch ohne Zucker. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Schmeckt das ananasig? Hallo? Eva? Fast hätte ich's vergessen. Heute Abend kommt Dr. Ott zu uns. Was bieten Sie an? Dr. Ott? Sicher ein Weinbrand. Weinbrand, prima. Aber nicht irgendein. Du, so riesig werden die Unterschiede nicht sein. Riesig nicht, aber fein. Chantrey. Am Geschmack erkannt. Kompliment. Keine Kunst, so weich und rund. Mein Lieblingsweinbrand. Der weiche Chantrey. Man genießt den feinen Unterschied. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich? Nobody. Er ist die lebende Legende. Du blinkst und glitzerst wie eine Bordelltür. Es gefällt mir doch, wenn die Leute mich sehen. Und er ist ein Nichts. Das dürfen Sie nicht verpassen. Terence Hill. Das ist ein Blonder mit himmelblauen Augen. Und Henry Fonda in Mein Name ist Nobody. Morgen 20.15 Uhr bei uns auf Pro7. Dass ich Sie treffe. Hallo. Na, ist der nicht eine Nummer zu groß für Ihren Balkon? Oh, nichts mehr wie Balkon. Ich habe mir doch jetzt ein Häuschen mit Garten gekauft. Und da brauche ich dringend Ihren Rat für meine Versicherung. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Aber gerne. Ach, wenn der Garten schon fertig wäre. Ach, sehen Sie das doch positiv. Nichts ist so entspannend wie Gartenarbeit, hm? Jetzt mit 2-Liter-Motor, 16 Ventilen und 150 Pferdestärken. Ford Escort RS 2000. Der Traum vom Fahren in seiner sportlichsten Form. Manche Sünden muss man schwer bereuen. Gervais Obstgarten schmeckt verführerisch und ist dabei locker leicht. Gervais Obstgarten, Genuss muss keine Sünde sein. Nehmen Sie noch Waschmittel und Weichspüler, um Ihre Wäsche sauber und weich zu waschen? Dann bezahlen Sie womöglich zu viel. Stopp! Wer clever sparen will, kauft Dash 3 Ultra. Mit der Ultrawaschkraft und einem natürlichen Weichpfleger. Clever sparen mit Dash 3 Ultra. Eines für beides. Colgate Gel schützt vor Karies. Mit Vergnügen. Colgate. Wir forschen, damit Ihr Lachen ein Leben lang hält. Der neue Braun Plug Control bietet gründlichste Pflege für Zähne und Zahnfleisch. Jeden Tag. Mit dem neuen oszillierenden Bürstenkopf werden Ihre Zähne so sauber, dass Sie es fühlen können. Der neue Plug Control von Braun. Hier sehen Sie einen unserer neuen Streckenposten bei der Arbeit. I'm gonna see you.
dafür gewinnen, einen Abschnitt unserer Neubaustrecke vor Wühlmäusen zu schützen. Schädlingsbekämpfung auf ökologische Art. And I'll be there. Unternehmen Zukunft. Deutsche Bundesbahn. Das Beste aus dem Gruselkabinett. Nun, ich tippe auf einen Vampir. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ist das möglich? Ich bin verflucht. Wenn du es mit dem Teufel selbst zu tun hast, dann ist alles möglich. Pro7 präsentiert Klassiker der unheimlichen Art. Die neue Serie am Samstag um Mitternacht. Frei. Unsere 90 Uhr Serienleiste von Montag bis Freitag. Wir sorgen für Zündstoff. Montag. Der Ninja-Meister. Eisenhart. Unbezwingbar. Haben Sie Feuer? Und brandgefährlich. Erleben Sie Lee Van Cleef als Meister aller Klassen. Sie müssen der Vater von Max sein. Dienstag. Glückliche Reise. Ready for take-off. Liebe, Exotik, Abenteuer. Okay. Dienstags heben wir ab mit unserer neuen Unterhaltungsserie. Mittwoch. The Highwayman. Ein Truck wie eine Festung. Wo immer Sie hingehen und was immer Sie auch tun, ich werde auf Sie warten. Die Schlacht auf dem Highway. Backe, der muss ganz bestimmt neu lackiert werden. Ein Mann wie ein Baum. The Highwayman. Jeden Mittwoch. Bingo! Donnerstag. Die knallharten 5. Komm her! Los, Angst, diese Schwachköpfe! Er blafft nicht! Er blafft nicht! Die Waffen weg! Professionell und knallhart. Versäumen Sie nicht Ihren Einsatz. Freitag. Gibt's dann in Hollywood? Ein Colt für alle Fälle. Er liebt das Risiko. Colt Sievers ist Ihr Mann. Er steht für Sie bereit. Was hat der Junge dir getan? Gar nichts, Howie, gar nichts. Absolut gar nichts. Feuer frei. Ein Termin für alle Fälle. Unsere Serienleiste von Montag bis Freitag um 19 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Pro7-Tagesbildern. Ein Jahr nach Ausbruch des Golfkrieges zog der irakische Staatschef Saddam Hussein auf seine Art Bilanz der Operation Wüstensturm. Fernsehansprache, wie gewohnt, in Militäruniform. Betrachte man die materiellen Aspekte, hätten die Ungläubigen, sprich die Allianz, den Krieg zwar gewonnen. Doch der wahre Sieg gehöre den Gläubigen, sagt Hussein. Der Mann, der sich vor Jahresfrist so gewaltig geirrt hat, gibt sich prophetisch. Irak werde seine einflussreiche militärische Schlagkraft als auch seine florierende Wirtschaft wiederherstellen. Da passt es gut ins Feindbild, dass die gegenwärtige Not tatsächlich nicht hausgemacht ist, sondern Folge des Embargos gegen Irak. Tausende demonstrieren seit den frühen Morgenstunden gegen den Stopp aller Lieferungen, empfinden das als Fortsetzung des Krieges. In ständiger Furcht vor neuer Aggression aus Bagdad leben die Kurden im Norden des Landes. Zehntausende erleben hier den kältesten Winter seit Jahren, warten weiter vergeblich auf Lebensmittellieferungen. Hussein hat sie einstweilig ganz unterbunden, hat die Waffe des Embargos weitergereicht. In Kroatien wird die Hoffnung auf den Frieden immer größer. Von Belgrad aus reisten jetzt 50 UNO-Offiziere in ihre Einsatzorte nach Serbien, Bosnien und Kroatien ab. Sie sollen auf beiden Seiten der Front die Einhaltung des 15. Waffenstillstandes sichern.
Der gestürzte georgische Präsident Gamsachurdia hat jetzt mit dem Sturm auf Tiflis gedroht. Im Westen der Republik hält er, nach Schätzungen der Nationalgarde, etwa 3.000 bis 4.000 Mann unter Waffen. Seine Anhänger seien aber nur schlecht ausgerüstet, hieß es. Die neuen Machthaber in Tiflis haben unterdessen Truppen nach Westgeorgien in Bewegung gesetzt. Brotmangel in der usbekischen Hauptstadt Taschkent war der Anlass für Unruhen, bei denen 2 Menschen getötet und 12 verletzt wurden. In Moskau diskutierten unterdessen 5.000 Offiziere über die Zukunft der GUS-Streitkräfte. Sie forderten, an einer einheitlichen Armee festzuhalten. Es waren immerhin 4.000 Offiziere aller Streitkräfte der ehemaligen Sowjetunion, die heute in den Kremlpalast strömten, um nach alter Tradition aus der Zarenzeit ihre Versammlung abzuhalten. Bevor sie aber zur Diskussion ihrer ureigensten Probleme kamen, mussten sie sich mit einigen 100 altkommunistischen Demonstranten auseinandersetzen. Im Saal demonstrierte dann die Armee ihre Stärke als letzte Hürde für die endgültige Desintegration der einstigen Union. Sie verlangte die Teilnahme der GUS-Präsidenten bzw. ihrer Vertreter und sie setzte sie auch durch. Die Einheit der Streitkräfte, das ist die Schlüsselfrage. Am Eid, alt oder neu und wenn, auf wen zu schwören, hatte sich der militärische Nationalitätenstreit entzündet. Die sture Haltung der Ukraine hatte ihn verschärft. Was die Politiker bisher nicht schafften, nehmen nun also die Offiziere selbst in die Hand. Nicht nur jedoch, um Gefahren aus dem riesigen Militärpotenzial der ehemaligen Sowjetunion abzuwenden, sondern und vor allem für ihre eigene soziale Absicherung. Denn nach Expertenschätzungen könnten die Abrüstungsschritte schon in diesem Jahr zur Entlassung von 1 Million Soldaten führen. Wie vor ist die Versorgungslage, so wie hier in Moskau, in den meisten Staaten der ehemaligen Sowjetunion katastrophal. Und dies, obwohl die westliche Welt mit massiven Hilfsleistungen versucht hat, die größte Not zu lindern. Allein im vergangenen Jahr haben die Länder der Welt die GUS-Staaten mit 100 Milliarden Mark unterstützt. Gut die Hälfte davon, nämlich 58 Milliarden, hat allein die Bundesrepublik Deutschland aufgewendet. Verschwindend gering ist dagegen mit 19 Milliarden der Anteil aller übrigen EG-Länder. Kein Wunder also, dass Außenminister Genscher eine bessere Koordinierung der Hilfsleistungen fordert. Am kommenden Dienstag wird der Minister zusammen mit Vertretern aus 47 Nationen in Washington über die weitere Unterstützung der GUS-Länder beraten. Eigentlich hätte es mit den 5 neuen Bundesländern auch 5 neue Landeszentralbanken geben müssen. Stattdessen will die Bundesregierung die bestehenden 11 auf 9 reduzieren. Weiteres Thema im Bundestag, der Aufbau einer funktionstüchtigen Verwaltung in Ostdeutschland. Auch 15 Monate nach der Einheit gibt es in den neuen Bundesländern noch immer keine richtig funktionierende Verwaltung. Darüber immerhin sind sich alle Bundestagsparteien einig. Monatelange Wartefristen bei Baugenehmigungen, überforderte Finanzverwaltungen, lange Schlangen bei Behörden und eine völlig unterbesetzte Polizei. Diese wenigen Beispiele kennzeichnen den Zustand in den Verwaltungen der neuen Länder. Die Bonner Regierung versprach immerhin weitere Anstrengungen zum Aufbau der Verwaltung. Wir wollen zehntausende Plätze haben für Aus- und Fortbildung, damit unsere Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern das alles aus eigener Kenntnis, aus eigener Möglichkeit auch gestalten können. Das ist unser Ziel. Die Opposition sprach hingegen von einer teilweisen katastrophalen Verwaltungslage, die der Bund mit verursacht habe. Durch Untätigkeit behindere Bonn die Entwicklung einheitlicher Lebensverhältnisse in Ost und West. Über 20.000 Bedienstete haben Bund, Länder und Gemeinden in die neuen Länder geschickt. Doch viele von ihnen haben resigniert und sind zurückgekehrt. Und ihre ostdeutschen Kollegen sind wegen der schlechteren Bezahlung auch nicht gerade übermotiviert. Der Raubbau am tropischen Regenwald ist weiterhin dramatisch. Alle 2 Jahre fällt ein Gebiet von der Größe Deutschlands den Brandrodungen zum Opfer. In einer gemeinsamen Aktion wollen die Weltbank, die EG-Kommission und die brasilianische Regierung dies stoppen. In Bonn stellten Forschungs- und Entwicklungsminister das Konzept vor. Die Aufforstung des Regenwaldes steht an erster Stelle auf dem internationalen Hilfsprogramm. Bis 1993 gibt allein die Bundesregierung 300 Millionen Mark dafür aus. Das Konzept stützt sich jetzt auch auf die Hilfe heimischer Wissenschaftler. Und ich bin sehr dankbar, dass nach einer Phase, wo solche Arbeiten brasilianischer Wissenschaftler nicht immer von allen Regierungsstellen ermutigt worden sind, wir heute eine Partnerschaft gewonnen haben mit vielen Wissenschaftlern. Das Förderprogramm sieht auch Hilfe für die Bevölkerung vor, die oft aus Unwissenheit die Wälder rodet, um Landwirtschaft zu betreiben. Doch nur, wenn auch dieser eine geregelte Waldnutzung erlernt, ist der Tropenwald wirklich zu retten. Eine Boxlegende feiert Geburtstag.
Muhammad Ali, eins der größte im Boxring, ist 50 Jahre alt geworden. Der Champion, der an der Parkinson'schen Krankheit leidet, ist heute aber nur mehr ein Schatten seiner selbst. Tänzeln wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene. Cassius Clay, wie ihn Millionen kannten und verehrten, er war der Größte und das wusste er auch. I am the greatest. 1960 holte der Junge aus Kentucky Olympiagold. Mit 22 schlug er den bis dahin als unbesiegbar geltenden Sonny Liston und war zum ersten Mal Schwergewichtsweltmeister. Wenig später bekannte er sich öffentlich zum Islam und nannte sich Muhammad Ali. Beim ersten Weltmeisterschaftskampf 1966 in Deutschland war die ganze Boxprominenz anwesend, um den Lokalmatador Karl Miltenberger zu unterstützen. Aber der Champion war auch hier unschlagbar. Das Gesetz des They Never Come Back durchbrach Ali gleich zweimal. Zunächst holte er sich den Titel nach zweijähriger Zwangspause wegen Wehrdienstverweigerung im Vietnamkrieg von George Foreman zurück und erkämpfte ihn sich zum dritten Mal 1978 gegen Leon Spinks. In 20 Jahren kassierte er mehr als 60 Millionen Dollar. Viel ist davon nicht übrig geblieben. Nach 21 Jahren im Ring trat er zurück. Viel zu spät, ein Pflegefall, bankrott, zu bemitleiden, aber eben immer noch eine Legende. Die deutsche Fußballnationalelf hat bei der ersten Runde zur Europameisterschaft in Schweden wahrscheinlich leichtes Spiel. Heute wurden in Göteborg die Begegnungen ausgelost. Danach trifft die Mannschaft von Berti Vogts in der Vorrunde am 12. Juni zuerst auf das Team der neuen Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS. Zweiter Gegner ist Schottland, außerdem in der Gruppe Erzrivale Niederlande. In der anderen Gruppe stehen sich Schweden, Frankreich, Jugoslawien und England gegenüber. Der Schweizer Franz Heinzer hat die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Mit dem neuen Streckenrekord von 1 Minute 56,68 verwies er seine Mannschaftskollegen Mara und Gigandé auf die Plätze 2 und 3. Bester Deutscher war Markus Wasmeier auf Platz 14. In der ersten Eishockey-Bundesliga wurde am Abend der 40. Spieltag ausgetragen. Hier die Ergebnisse. ERC Schwenningen, ES Weißwasser 5:1. EC Hedos München, SB Rosenheim 1:8. ESV Kaufbeuren, Mannheimer ERC 4:4. EV Landshut, EHC Freiburg 6:4. Kölner EC, Krefelder EV 3:4. Und Düsseldorfer EG, Berliner Preußen ebenfalls 3:4. Nun zu den Wetteraussichten. In dieser Nacht und tagsüber bleibt es meist stark bewölkt mit nur einzelnen Auflockerungen. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 2 bis 6 Grad. In Norddeutschland kommt es abends zu Regen. Das waren die ProSieben-Tagesbilder. Die nächsten Nachrichten können Sie um 10 nach 2 sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Eine gelungene Mischung aus Comedy, Action und Horror bietet Ihnen ProSieben in den Stunden nach Mitternacht, liebe Zuschauer. Um 1.45 Uhr ist Klamauk wieder Trumpf bei unserer Chaotentruppe im Mesh. Und um 2.20 Uhr lässt das grüne Blut der Dämonen den Horrorfreunden das Blut in den Adern gefrieren. Doch zunächst muss in unserer Actionserie Special Squad die australische Sondereinheit den Tod eines Unterweltkönigs klären.